Hallo, Overwatch-Zeit mit dem Livestream-Chat. Macht einfach irgendwelche Herzen in den Chat, dass die denken so, wow, die lieben sich voll. Weißt du, ihr seid die, die die Videos später auch schauen, dass die denken, ja klar. Hallo YouTube. Sanse kann mal eben gebannt werden, danke. Wir gucken mal rein. Also wir haben eben ganz kurz in den Fall reingeschaut. Eigentlich nur zum Spaß, wir dachten wie immer ins Spinbot. Aber jetzt guckt euch mal den Fall an. Holy moly. Act normal, guys. Come on, please. Hallo YouTube-Labs. Sagst du, das ist nicht in Ordnung, was du da treibst? Gut, also wir haben hier einen. Mit einer Handschuhe. Neo-Noir, Talon-Knife. Also der ist komplett ausgerüstet. Wir machen das so, dass wir das gemeinsam machen. Also ihr seht hier drüben ja immer den Chat schreiben. Und der Chat sagt, wow, ich glaube, der hat so und so Unterhosen an. Und ich sag, hört sich gut an. Also wir gucken jetzt einfach mal das Overwatch gemeinsam an. Hi YouTube, hallo Kebab! Ja, okay, ja, hat man gehört. Ich höre mir schon mal ein paar Pistazien. Timing? War das jetzt ein Timing oder was? Also, das da oben ging recht flott, aber ich meine. Von seiner YouTube. Wow, ich glaube, der hat so und. So oder so Unterhosen an. Den hat man auch gehört. Ja, das ging halt echt flott da oben. Bei Window, mein Kind. Überhaupt jetzt schon grob, Waller, so piekt man normalerweise nicht. Es ist komisch, wie er da unten stand. Also, dass sie auch generell da unten rumgegammelt sind gemeinsam. Talon, Knife, Tiger Tooth, Lecky Schmecky, für Spaß entdecke. Sanse, glaubst du, ich kann mir den Fall dann gleich mit Stream und allem trotzdem noch. Glaubst du, es geht ja, oder? Nicht Mitte, ohne Scope in Mitte. Ich glaube, der hat nichts an. Maximal Socken. Oh, ich glaube, der Gegner hat angemacht. Habt ihr es eben gesehen? Einer von seinen Mate hat mit der Autosnipe eben 4 oder 5 Kills gemacht. Nachdem er gestorben war. Der Kusser, der spinnt. Okay. Ja, diese Sprünge und dieses Vorbrechen dann mal kurz, die Waffe wechseln, sowas, kannst du ja eigentlich nur machen, wenn du weißt, dass da gerade keiner direkt kommt. Weil der Teammate sah, ja, das sah auf jeden Fall nach Spinbot aus. Nur aus dem, alleine oben aus dem Killfeed herauszulesen. Was glaubt ihr, was sein Inventarwert ist? So plus minus? AWP Neo Noir, nur das, was wir jetzt hier sehen. Die Handschuhe, sein Talon Knife Tiger Tooth. Ja, der steht ganz komisch da, also der hat Info. Wahnsinn! Wahnsinn! Was für einem Inventar macht er so einen Scheiß? Das sind doch schon ein paar Tacken, oder? Pi mal Daumen, 600 bis 700. Also, da kann man schon sagen, lecky schmecky, ne? Ja, den Fall muss ich mir auf jeden Fall dann noch ziehen und gucken, ob der halt, wie sein Account aussieht in ein paar Wochen, ob da möglicherweise ein Bann drauf ist. Ihr guckt, ich heb kurz was auf. Okay. Ich meine, es geht jetzt ja um was, ne? Bunny Hops, aber. Krepeliche, die waren nicht richtig. 69 Euro. Wow. Ja, wir schon. Oh, guck mal, da drüben noch ein zweites. Oh. Das sah eben fast aus wie ein Skinchanger, ne? Weil das Knife eben einmal so und einmal so war, aber da waren die Texturen nicht geladen. Holy shit. Ich wollte kurz nach dem Scoreboard gucken. Es ist der eine schon gegangen. Du Hexe, ich geh. Und was machen die anderen so? Der Spinbot da ist weg. Weißt du, wurde der jetzt einfach live gebannt, während wir hinzugucken? Skin Changer kann ich ja eh nicht sehen. Es hat nur so gewirkt eben. Aber kein Aimer bisher erkannt, okay? Siebler war der Spinbotter, ne? Hat der. Ich lad mir die Demo und dann gucken wir mal, ob der richtig gebannt wurde schon. Das wäre insane. Wenn der mittendrin gebannt wird. Also bei Vision Assist sind wir uns ja alle ziemlich sicher, ne? Er geht da einfach rein. Er weiß, dass hier sonst keiner irgendwo steht. Er weiß, dass der eine da steht. Auch die Situationen davor waren für uns ja schon ziemlich obvious. Also Vision läuft bei uns, ne? Gute Nacht, Graphics, schlaf gut. Schön, dass du mit am Start warst. Bis zum nächsten Mal. Ich verlange Hardcore-Clickbait für dieses Video. Okay, Sanse. Ich wollte eigentlich wieder ein schwarzes Bild hochladen und halt Folge 4 hinschreiben. Drauf, in weißer Schrift, das war's. Der hat auch Aimer, sicher? Sind wir uns da alle sicher, dass der Aimer hat? Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie er stehen bleibt. Okay, Wobei sowas ja auch locker mal geht, ne? Auch, also gerade wenn du Vision Assist hast, kannst du halt da einen richtig easy Headshot hinhauen. In der Situation. Hundertprozentig. Man muss bedenken, die Overwatch hat eine geringere Tickrate. Und wenn man Wallhackt hat, sieht es meistens so aus. Wie ein Aimer, meinst du? Aber Aimbot sieht anders aus. Was wir feste sagen können, ist Vision. So, ganz feste. Bei Aimer sagt es jetzt nur Yakuza, dass er was hat, oder? Hypnotic, was willst du sagen? Ich muss jetzt kurz postponen. Das muss ich jetzt halt ganz kurz live hinfriemeln, Leute. Ich denke, der schaltet immer ein und aus. Durch Aimbot wäre ich mir aber nicht sicher. Ja, aber die Shots, die ihr nicht misst, sind mit Aimer. Jetzt machen wir das nochmal. Und dann geht das richtig los, Leute.
Nice, Gretel. Sehr schön. Da kommen die Herzen reingeflogen. Kobold mit einem einzigen Herz. Das ist ein bisschen schwach. Oh, sehr schön. Blantik, nice. So, jetzt spulen wir den Fall einmal noch durch. Und ihr wisst ja was. Also, wollt ihr euch nochmal anschauen oder soll ich einfach durchflippen? Ich würde ihm jetzt Vision drücken. Und bei AIM bin ich mir nicht sicher genug, um ihm das zu drücken. Was sagt ihr dazu? Wie verbleiben wir da? Bitte einmal noch kurz eine kleine Diskussion hier im Chat. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram.